Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zum Supermarket Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, ich bin jetzt hier noch am zweiten Tag und habe noch ein paar Waren eingekauft und verkauft. Und ihr seht oben links, wir haben noch Produkte, die wir freischalten können. Da brauchen wir noch ein bisschen Geld dafür. Das gucken wir mal, ob wir das heute noch hinbekommen. Und dann zeige ich euch mal, wie man was freischaltet. Und dann werden wir dann mit der finalen Version durchstarten. Wir kassieren die Leute nochmal kurz ab hier. Ihr seht auch, ich habe ein paar Waren noch eingekauft. Und dann schalten wir jetzt gleich, wenn der Tag vorbei ist, mal die Waren frei. Wir gucken mal. Wir brauchen noch Mehl, wir brauchen Pasta, Öl haben wir noch genug, Cerealien, Eier und so weiter. Das passt. Und dann werden wir dann in die neuen Waren quasi uns begeben. Dann werden wir ein paar Sachen freischalten. Vielleicht auch nochmal eine Rechnung bezahlen. Schauen wir uns auch mal an. Aber das Spiel macht auf jeden Fall jede Menge Bock. 19 Euro. Und 75, ne? So, bitteschön. So, ich glaube, einen Kunden haben wir noch. Wir haben jetzt auch nicht so viele meckernde Kunden gehabt, aber die kaufen wir jetzt nochmal richtig ein. Guck mal, Pasta. Und da kommt noch eine. Oh, das wird nochmal. Da können wir nochmal ein bisschen Geld verdienen. So, sehr schön. Tipptopp. So, zack. Und ey, mit einem Huni. Junge Frau, jetzt seien wir mal ehrlich, ne? Mit. Ach, 92 Euro. 92,80 Euro, ne? So, wären sie uns bald wieder, ne? So, der Tag ist vorbei, meine Damen und Herren. Das heißt, das passt soweit. Wir werden jetzt einmal die Lizenz freischalten, hier unter Lizenzen. Das heißt, wir haben Milch, Wasser, Erdnussbutter, Cakes, Candies und so weiter. Und die werden wir einmal kaufen. Die Sachen haben wir jetzt mit dazu bekommen. Und die können wir dann ab sofort hier in unserem Laden bestellen, ne? Da seht ihr es. Ja, zum Beispiel brauchen wir dann aber auch schon einen Fridge. Ne? Da seht ihr immer, was man dafür braucht. Ne? Für Milch braucht man Fridge und dann Rack. Die Sachen kann man dann hier kaufen. Die kosten auch 125. Da müssen wir erstmal noch ein bisschen Geld verdienen. Und schließen jetzt erstmal den Tag ab. Ihr seht, wir hatten nur 3 Unzufriedene, 22 Zufriedene. Wir haben 54 plus gemacht. Ich habe natürlich immer Waren gekauft. Und wir könnten jetzt, ich gucke mal, wir brauchen Mehl, Pasta auf jeden Fall. Den Rest haben wir noch. Und dann Mehl. Ah, kriegen wir, glaube ich, nicht ganz hin, ne? Ne, kostet 59. Schwierig. Die anderen Sachen kann ich halt noch nicht kaufen. Oder wir nehmen halt neue Sachen ins Sortiment, ne? Das können wir natürlich auch machen. Da würde ich mal die Erdnussbutter hier mit reinnehmen. Guck mal, die ist nämlich nicht so teuer. Ansonsten Kuchen kostet halt auch ein bisschen was. Und Kaffee, ne? Jetzt werden die Leute wahrscheinlich erstmal meckern und sagen, ja, du hast das nicht im Sortiment, aber das kriegen wir relativ fix hin. So. Jetzt haben wir neue Ware, die müssen wir natürlich dann auch wieder auspreisen. Ich bin mal gespannt, bei der Vollversion kommen dann noch viele Sachen dabei. Man kann ja auch die jeweiligen Läden dann auch individualisieren. Es gibt ein Lager, es gibt Employees, also sprich auch Angestellte. Und da bin ich mal echt gespannt, wie sich das entwickelt, weil das haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Und es wird natürlich auch immer weiterentwickelt. Ne? Guck mal, 7,50 Euro machen wir. Ich bin mal gespannt, ob die gekauft wird. Wir öffnen den Laden. Und dann müssen wir gleich erstmal Pasta und Mehl dazu kaufen. Und dann noch die anderen Artikel und irgendwann dann vielleicht noch einen Kühlschrank. Ne? Der kostete, was kostet der gleich? Der kleine kostet 125. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Ne? Ja, und so kann man dann auch hier die Sachen mit dazu kaufen. Die kann man frei platzieren. Und man kann auf jeden Fall in der Demo-Version noch. Ich gucke mal, ich werde mal die Rechnung bezahlen. Die können wir jetzt nicht bezahlen. Können wir den Laden bis zu 3 Versionen ausbauen. In der Vollversion noch weitere. Es gibt noch Lager, ja, Angestellte und Anpassungen, die wir auch noch machen können. Ne? So, jetzt gucken wir erstmal die ersten Kunden. Ah, guck mal, da kommt schon der Erste. Der wird jetzt erstmal ersten Erdnussbutter kaufen, glaube ich. Schauen wir mal. Sehr schön, sehr schön. Nein, die ist zu teuer. Okay, gut. Dann werden wir den Preis vielleicht mal anpassen. Machen wir mal 7 Euro. Weil wir haben immer noch 4 Euro Gewinn, ne? Ist halt Wahnsinn. So, schönen guten Tag. Danke, dass Sie es passen hatten. So, Eier. Mit einem Huni. Was, Leute? Die kaufen echt mit großem Geld hier, die Leute. Die nehmen alle auf großem Fuße hier. Zack. So, jetzt haben wir da 19 Euro. Schon mal sicher. Mit dem nächsten Kauf könnten wir dann. Ich glaube, wir brauchen eher Pasta. Können wir schon mal reinlegen. Im nächsten Verkauf können wir es dann auch bestellen. Ah, da gehen wieder Sachen weg hier. Geschnitten Brot. Dankeschön. 40 Cent Retoure. Tipptopp. So. Da guck
guten feinen Pasta, ne? Guck mal, hat er gemeckert. Bestellen wir die schon mal. Kostet natürlich jetzt erstmal Lieferkosten, aber wir müssen halt die Ware jetzt da haben, ne? Ansonsten wird es halt schwierig. Da meckern die Leute halt auch, wenn Sachen nicht da sind. Auch wenn ihr Sachen freischaltet, ne? Und die nicht da sind, meckern die trotzdem, ne? Oha, guck mal. Da kriegen wir da ein bisschen mehr Geld rein. Das heißt, ein Dollar bekommt sie wieder. Ich sag mal Euro, ne? Es tut mir leid. Haben wir da 25? Da könnten wir jetzt zum Beispiel hier die Candies bestellen, oder? Nee, da fehlt noch was. Die kosten 26. Plus die hier. Dann kassieren wir noch zwei, dreimal ab und dann können wir uns die auch wieder leisten. So, 70 Cent Retour. Ich finde das auch mit dem Kassensystem geil. Finde ich auch nicht schlecht. Dann holen wir uns gleich noch die neue zwei neuen Produkte rein. Und je mehr Produkte ihr freischaltet, desto höherwertiger werden die auch. Oh, Erdnussbutter wird verkauft, Leute. Jetzt geht's aber ran hier. Jetzt geht's aber richtig los. Mann, 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 Mann. So, oh, guck mal, die hat auf jeden Fall richtig zugeschlagen, die junge Dame hier. Die weiß, was gut ist. Boah. So. Zack. Jetzt haben wir da noch mehr Geld. 49. Bestellen wir erstmal. Warte mal, kriegen wir Mehl hier noch mit rein? Ja, komm, machen wir Mehl gleich auch nochmal. Oh, Cerealien. Guten Tag. Dankeschön. Das war jetzt, wie viel war das? 89. Nee. Einmal müssen wir noch kassieren. Dann können wir die drei Sachen wieder bestellen. Und Brot ist auch schon wieder alle. Ach du Heiland. Brot habe ich jetzt hier auch nicht drin, ne? Lass mal kurz gucken. Wo war Bread? Slice Bread. 101 Euro brauchen wir. Die gute Erdnussbutter, ne? So, 6 Euro kriegt er wieder. Bitteschön. Und dann bestellen wir jetzt gleich wieder neue Sachen. Oh, Öl geht auch alle. Oh, die Eier gehen alle. Ei, ei, ei. Aber ich glaube, wir haben das Geld jetzt übrig. Sehr gut. Okay, werden wir ordern. Pouchards. Hier, also bezahle. So, da haben wir einmal geschnittenes Brot. Wird noch einer übrig bleiben, glaube ich, ne? Genau. Kommen wir sofort. Gleich, Moment, bitte. So. Oh, Mehl. Gut, dass wir Mehl gekauft haben. Danke. Und irgendwann habt ihr dann so viel im Lager, dass ihr dann auch, ja, die Sachen dann auch zwischenlagern könnt. Und dann habt ihr noch ein paar Sachen noch on top. So, jetzt müssen wir erstmal die Candies einsortieren hier. Das Doofe ist, man kann hier keinen Preis festlegen. Jetzt hier, weil wir das in der Hand haben, ne? So, das müssen wir mal kurz anpassen hier. Die Candies. Da kosten 3,35 Euro. Machen wir 1,90 Euro Gewinn. Schönen guten Tag, junger Mann. Und die hier machen wir auch noch. Und ihr seht schon, unser Laden füllt sich langsam, ne? Bombeck. Das sind, glaube ich, so Chewing Gums oder sowas, ne? Guck mal. Machen wir mal 3,99 Euro. Machen wir 2 Dollar Gewinn. Schönen guten Tag. Oh, Mehl. Fupp. 5,20 Euro bekommen sie wieder. Dankeschön, viermal Dank. Zweimal Mehl. Danke. Sie hatten es passend. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder 94 Euro, ne? Das geht echt verdammt schnell. So, Mehl und Eier könnten wir noch holen, ne? Das sind nämlich fast alle. Und Cerealien. Mehl, Eier, Cerealien. 4,75 Euro. Danke. Mehl, Eier und Cerealien. Mehl, Eier, Cerealien. Die anderen Sachen können wir noch nicht kaufen, weil wir da einen Fridge für brauchen, ne? Aber wir könnten auch Kaffee noch holen. Kaffee ist auch der Shit. Komm, lass uns erstmal auf den Kaffee sparen. Und dann, Lübdat, wir machen mal ein bisschen Licht an. So, einmal Erdnussbutter. Das lohnt sich doch gar nicht. Nimm sie doch direkt mit. Aber mit einem Huni bezahlen, ne? Mann, Mann, Mann. Wahnsinn, ey. Manche Leute, die bringen halt echt nur mit Verstand hin. Ne? Guck mal, Pasta haben wir noch. Cerealien. Oh, oh, oh. Der hat aber richtig Hunger immer. Bitteschön. Dir mal dankt. So, können wir schon bestellen. Lass mal gucken. 161 brauchen wir. Guck mal, Erdnussbutter läuft auch gut. Die Sachen laufen noch gar nicht. Aber das muss ich auch erstmal rumsprechen, dass ich das jetzt hier im Laden habe, ne? Ansonsten. Ansonsten wird das nichts, ne? So, kauf Pasta, kauf Öl, ja. Brot, Öl, Eier. Ja. Oh, ganz viel Brot. Und Pasta. So, 3 Euro kriegen sie wieder, ne? Ne, wir brauchen noch ein bisschen Verkäufe.
würde sagen, dann machen wir den Tag erstmal fertig und bestellen am Anfang des nächsten Tages, weil vielleicht haben wir noch mal so viel Geld, dass wir noch ein bisschen was anderes ordern können. Wir haben ja noch 2 Stunden geöffnet bis 9 PM. Ich hoffe, man kann das später noch einstellen. Guck mal, eine Dame geht zielgerichtet hier los und kauft erstmal Öl. Uiuiui. 3-mal Öl. Dankeschön. 70 Redore. Sehr schön. 179 haben wir schon. Boah, nochmal Öl. Uiuiui, Öl ist alle, Leute. Wir haben kein Öl mehr. Eieiei. So, 3,70 Euro. Passt soweit, ne? Habe ich Öl jetzt hier auch schon im Warenkorb? Lass mal gucken. Nee. Öl brauchen wir auch noch. Upp. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen Geld. Wie viel Geld brauchen wir denn jetzt hier? 214. Ich hoffe, da kommen noch so 2, 3 Leute, die noch ein bisschen was kaufen. Und dann können wir nämlich alles bestellen und haben das am nächsten Tag direkt da und können das direkt einsortieren. Oh, Cerealien. Habe ich die auch schon bestellt hier? Ja, gut. Boah, die hat aber richtig zugelangt jetzt hier. Oha. Die macht nur mal richtig Kasse. So. 221, auch nochmal. Mehl. Dankeschön. 4,80 Euro. Wären sie uns bald wieder. Einen schönen Tag noch. So, wir sind fertig. Das heißt, wir haben jetzt 246 Dollar. Wir starten mal den nächsten Tag und bestellen mal die Sachen, die wir hier bestellen wollten. Das müsste, glaube ich, ja, passt. So, jetzt haben wir noch 26 Dollar remaining. Müssen aber, glaube ich, noch eine Rechnung bezahlen, ne? Management. Bills. Oh, wir haben mehrere Rechnungen. Eieiei. So, 3,20 Euro haben wir noch. Jetzt räumen wir den Laden einmal voll hier. Einmal mit Öl. Das waren nämlich alle. Fupp. Dann einmal... Oh, Kaffee. Kaffee war neu, ne? Das haben wir bisher noch nicht gehabt. Jetzt gleich erstmal Preis festlegen. Dürfen wir jetzt nicht vergessen. Das mache ich mal sofort. 6. Boah, guck mal. 10,48 Euro ist der durchschnittliche Preis. Dann nehmen wir direkt mal 11 Euro. Da haben wir Gewinn von 4 Euro. Das ist schon mal sehr cool. So, dann hier die Chocopops. Die räumen wir auch nochmal ein hier. So, dann haben wir noch Eier. Können wir gleich noch ein paar hier daneben packen, ne? So. Und Mehl, ne? Dann haben wir, glaube ich, alles. Ah, Pasta hätten wir noch einkaufen können. Müssen wir dann auch nochmal ein bisschen nachkaufen. So, wir öffnen den Laden wieder. Das heißt, wir haben jetzt noch mehr im Sortiment hier. Warte mal, hier machen wir 2 Euro Gewinn. Machen wir mal 3,80 Euro. Und hier 3,05 Euro. Und 3,25 Euro. Vielleicht geht das ja weg. Machen wir immer noch genug Gewinn. Oh, Pasta ist gleich alle. Die werden wir gleich verkaufen. Und Kaffee, komm. Let's go. Oh, Kaffee, Leute. Oh ja. Kaffee geht richtig gut. So, dann haben wir jetzt mal direkt jetzt hier. Einmal abkassieren. Boah, direkt 47 Euro hat er uns eingebracht, ne? Dann brauchen wir ein bisschen Pasta. Pasta ist alle. Und da können wir, glaube ich, gleich nochmal Kaffee bestellen, ne? Und Peanut Butter. Nehme ich auch schon mal mit rein. 110 Euro brauchen wir. Pasta ist zu expensive. Was? Die ist nicht teuer. Hallo? So, 20. Bitte. Die Pasta ist nicht teuer. Oh, guck mal hier, der kauft aber richtig Eier. Wahrscheinlich bei seiner Frau abgegeben, Kapi. So. Sehr schön. Oh, da werden Süßigkeiten gekauft. Sehr schön. Einmal Bombex. 6, ey, haben Sie sich kleiner, junger Mann? Mann, Mann, Mann. 46, ey. Echt. 20. Sehr schön. So, vielleicht sollte ich Pasta erstmal bestellen. Oder brauchen wir noch Roasted? Na, komm, wir spielen erstmal Pasta. Nicht, dass gleich einer Pasta haben will und wir keine Pasta mehr haben, ne? Machen wir erstmal voll hier. Display ist full. Haben noch ein bisschen Puffer dann an geldtechnischen, ne? Oh, Kaffee. Kaffee geht gleich aus. 8,60 Euro bekommen sie wieder, junge Frau. Warten Sie. Hier, bitteschön. Oh, und Peanut Butter. Die geht auch gut. Ja, einmal Erdnussbutter. Viermal dankt. So, Kaffee und Erdnussbutter brauchen wir, ne? Ja.
Kaffee und Erdnussbuddha. Sind 91, ne? Bestellen wir mal direkt. Dankeschön, viermal dankt. Hup. Kaffee auffüllen hier. Den machen wir direkt daneben. Und einmal die Erdnussbuddha. Ich bin sofort bei Ihnen. Warten Sie bitte. So, die stellen wir mal hier hin. Können wir gleich wieder auffüllen. Bitteschön. Schönen Tag noch, ne? Wären Sie uns bald wieder. Das Spiel macht echt Bock. Ist halt ein bisschen grindlastig. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann in der Vollversion, die morgen erscheinen wird, dann quasi ergibt. Am 20. kommt das Ganze raus. Wir werden es auf jeden Fall in Let's Play quasi zocken. Ich werde da ein bisschen was aufnehmen. Und dann werden wir uns das auch anschauen. Vielleicht auch nochmal im Stream. Ne, schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Da bin ich in der Regel immer dienstags bis sonntags live. Ne, Link auch wie immer in der Videobeschreibung, Leute. So. Wir brauchen noch ein bisschen... Nö, brauchen wir nicht. Guck mal, ist gut gefüllt hier, ne? Kaffee haben wir da, Erdnussbuddha, leckere Süßkramsachen. Das läuft. Und es gibt immer hochwertige Produkte, die dann auch sehr viel Einnahmen bringen, ne? Oh, ich glaube, wir brauchen wieder Brot. Ja, der kauft ein bisschen viel Brot ein, ne? So. Ich will aber trotzdem vielleicht noch den Kühlschrank in der Folge freischalten. Ah, da brauchen wir $125, ne? Ah, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Das werden wir dann, glaube ich, im Let's Play da machen, wenn es dann richtig losgeht, mit der Originalversion. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Das wird richtig gut werden. So, packen wir da oben noch ein bisschen Brot hin. Ich packe die Sachen hier auch mal weg, dann haben wir es nämlich auch hier. Mal die Erdnussbuddha, die letzten Reste. Fupp, guten Tag. Warten Sie, einmal Kaffee. 9 Euro Retoure. Bitteschön. Sehr gut. Es gibt zwei Versionen. Es gibt einmal den Prolog und einmal die Demo. Spielt den Prolog, weil da habt ihr echt viel Inhalt und könnt das schon mal so ein bisschen austesten. Ne? Für euch zumindest. Gut, Leute. Schauen wir mal. Oh, die Pasta geht weg, ey. Mhm. Schönen guten Tag. Buenos Aires. Oder wie heißt das? Guten Tag, glaube ich, heißt das, ne? Oder wie auch immer. Keine Ahnung. Fremdsprachentechnisch bin ich jetzt nicht so der Gute. Aber wir kriegen das irgendwie hin, ne? Sehr schön. Das sieht doch gut aus, Leute. Prall gefüllte Regale hier. So, sind die Kunden. Junge Dame, kommen Sie rein. Mahlzeit, grüße Sie. Bitte bedienen Sie sich, ne? Wir haben alles da. Bis auf Wasser und Milch aktuell. Das kommt da später irgendwann mal. Ich weiß auch nicht, ob es mal ein Kreditsystem geben wird. Ich denke mal eher nicht, aber... Wäre vielleicht auch noch interessant. Wenn wir zu viel gegeben haben, müssen wir einfach auf die Dinge jetzt wieder draufklicken und die rechte Maustaste drücken. Da gehen wir das dann wieder zurück. So, da brauchen wir erstmal Candies hier. Schön leckere Sachen. Tipptopp. Ah, guck mal. Oh, die kaufen wir. Oh, die kaufen wir jetzt aber richtig hier. Boah, Leute. Guck mal, der hat volles Programm hier. Was zahlt der? Oh, ordentlich. 85 Cent kriegt er Retour. Zack, schönen guten Tag. Oh, er war auch hier. Dankeschön. So, 34,95 kriegen sie Retour. Nee. 20? Ach, 20,5 war es. Genau, richtig, so war es. Kundenfeind. Oh, es ist kein Mehl mehr da, Leute. Oh, oh. Wir haben kein Mehl mehr. Kein Mehl mehr. 75. Okay, ich mach mal Licht an. Mal kurz Mehl ordern hier. Warten Sie, ich bin sofort bei Ihnen. Ordern wir mal kurz Mehl. Mehl ist alle echt, ey. Verrückt. Ich komme sofort zu Ihnen. Warten Sie. Danke. Habe ich nie aufgepasst, ne? Boah, Brot haben wir, glaube ich, da unten noch, ne? Da haben wir ein bisschen mehr. Oh, hier. Die ist aber auch richtig gut. So, 3,80 Euro. So, das heißt, wir können jetzt hier, guck mal, Furniture bestellen. Und zwar ein Fridge, das machen wir mal. Plup, haben wir bestellt. Den bauen wir gleich auf. Dann haben wir es doch noch hier in der Folge geschafft, ne? Bottled Water hat sie nicht gefunden. So, ganz einfaches Prinzip. Linke, rechte Maus, also mittlere Maustaste, könnt ihr das Ganze drehen. Dann könnt ihr das hier platzieren. Ich mache es mal so. Und dann können wir gleich Milch und... auch andere Leckereien quasi noch holen. Warte mal,
Milch. Ah, warte mal, ich kassiere die noch ab. Dann können wir es mal bestellen. Dann haben wir es nämlich auch noch in der Folge drin. Und dann seht ihr das. So, Market, Products, Wasser und Milch. Kostet nur 29. Können wir dann jetzt hier auch mal, fix bestellen. Dann haben wir es auch im Sortiment. Ich komme sofort zu Ihnen, junger Mann. Ne? Hier auch Prinzip, einfach rein damit. Dann habt ihr da schon mal die Milch. Dann mache ich hier schon mal den Preis. Nicht, dass der Preis jetzt gleich heiß ist. Machen wir mal 3,80 Euro. 2 Euro Gewinn. Schupp. 33. 80. Bitteschön. So, einmal Pasta. Oh, die Pasta ist alle. 20 Cent. Wir haben keine Pasta mehr. Verdammt. Pasta und... Oh, das Süß, der Süßkram ist weg. Oha. 1,20 Euro kriegen Sature. Bitteschön. Das heißt, wir brauchen Pasta. Und den Süßkram, ne? Können wir uns, glaube ich, gar nicht leisten. So ist, glaube ich, ein bisschen zu teuer, ne? Oder? Was kostet denn der Süßkram hier? 23. 43. Doch, das können wir uns leisten. Machen wir aber erst am nächsten Tag. Ich räume jetzt mal kurz hier das Wasser noch ein. Ist voll. Guck mal, Wasser haben wir jetzt auch da. Das preisen wir noch einmal aus. Wasser kostet 3,32 Euro. Machen wir 3,50 Euro, Leute. Ist ein guter Preis. Ihr könnt auch genau die Preise nehmen, die hier sind. Da macht ihr immer noch Gewinn. Müsst ihr halt immer ein bisschen gucken, aber das passt schon. So, dann am Ende des Tages könnt ihr nicht bestellen. Das ist halt immer wichtig. Ihr müsst immer am neuen Tag bestellen. So, jetzt seht ihr, die Pasta-Preise und die Bottle of Water sind runtergegangen. Das heißt, da müsst ihr auch ein bisschen gucken. Das heißt, da machen wir immer noch 3 Euro. Und die Pasta haben wir aktuell noch nicht da. Die müssen wir dann gleich anpassen. Das bestellen wir einmal hier. Dann öffnen wir noch mal kurz den Laden. So. Und dann sind wir dann auch schon am Ende der Folge angekommen, ne? Also wenn euch das ganze Game gefällt, Leute, ne? Holt euch das. Das Ganze kommt morgen raus. Sehr cool. Oder testet erstmal den Prolog. Link in der Videobeschreibung. Oh, der ist der Preis aber richtig gefallen. 3,80 Euro. Machen wir immer noch Gewinn, ne? Schreibt mir mal gerne eure Meinung hier zu dem Game. Das soll es dann soweit erstmal gewesen sein. Mit dem Prolog zum Supermarket Simulator. Ne? Wir werden auf jeden Fall ein Let's Play machen, wo wir ja dann auch hier ein bisschen reingrinden werden in den Supermarkt mit den ganzen Features. Das heißt, die Sachen, die jetzt hier noch nicht mit dabei sind, wie zum Beispiel hier das Anheuern von Angestellten, Lager und individuelle Anpassungen und viele weitere Produkte, die noch mit reinkommen werden, werden wir uns dann in aller Voraussicht nach dann, ja, entweder morgen oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall reinziehen. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage mal, ja, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.